ist ziemlich genau 20 Jahre her. Das heißt also, das Thema verfolgt mich eine ganze Weile. Und das ist vielleicht an der Stelle interessanter, als jetzt irgendwelche Meriten da aufzuzählen. In der Tat werde ich auf die LearnTech aber nachher noch ganz kurz zu sprechen kommen, denn das ist eine Möglichkeit, in der Tat die Vernetzung, die hier angesprochen worden ist, auch noch etwas voranzutreiben. Meine Damen und Herren, ich werde versuchen, dieses Einführungsthema aus einem für Sie vielleicht ungewöhnlichen Winkel zu beginnen. Und zwar befasse ich mich zunächst mal mit der Frage, wo haben wir in der Welt eigentlich Daten, wie viel Daten haben wir in der Welt? Die letzte glaubwürdige wissenschaftliche Publikation über das Datenvolumen in der Welt stammt aus dem Jahr 2004 und befasst sich mit den Daten des Jahres 2003. Und da hat man dann ausgerechnet durch sehr akribische Zählungen, dass wir im Jahr 2003 weltweit einen Zuwachs an Originaldaten hatten im Umfang von 33 Terabyte an textuellen Originaldaten, das sind also Zeitungen und Bücher, aber jedes Exemplar auch wirklich nur einmal gezählt. Da kann man schon mal sagen, das ist nicht sehr viel. Ein Terabyte, das ist heute so ein kleines Kästchen, was Sie beim Mediamarkt kaufen, 33 solche kleinen Kästchen, sollen alles umfassen, was in einem Jahr gedruckt wurde. In der Tat. Hinzu kamen aber 5,7 Exabyte, und da muss man mal die Nullen zählen, um sich tatsächlich zu vergegenwärtigen, was das bedeutet. Das heißt, etwa 1 Million Mal so viel an Daten im Jahr 2003 auf magnetischen Medien. Das heißt, auf Festplatten, auf Videobändern und dergleichen Dinge mehr. Und das würde, ausgedruckt, 500 Billionen DIN A4-Seiten füllen. Deutsche Billionen sind gemeint. Und das ist eigentlich mehr schon als die Weltpapierproduktion eines Jahres. Das war 2003. 2007 bin ich auf diversen Vorträgen unterwegs gewesen und habe in meinem Brustton der Überzeugung gesagt, wir hätten in den vergangenen 2 Jahren mehr Informationen geschaffen als in den 5000 Jahren zuvor. Das kann man relativ leicht abschätzen, das passt auch ganz gut. Wir sind aber nicht 2003, wir sind auch nicht 2007, sondern wir sind 2012. Und schauen wir auf das vergangene Jahr zurück. Im vergangenen Jahr sagte man mir, in 2 Tagen werden so viele Informationen geschaffen wie in den ersten 5000 Jahren der Zivilisation. Das heißt, da waren es 2 Jahre und plötzlich sind wir bei 2 Tagen runter. Wer hat das gesagt? Google. Ja, Google Deutschland, einer der Chefs. Das Problem dabei ist aber, dass außer Google bereits im letzten Jahr auch weltweit niemand mehr die Möglichkeiten hatte, diese Zählung zu vollziehen. Das heißt, wenn Sie sich als Wissenschaftler, als Institution mit der Frage der Datenmengenabschätzung befassen, das ist vollkommen obsolet. In dem Moment, wo Sie fertig sind, können Sie die Daten gerade vergessen. Google macht sowas auf Knopfdruck inzwischen. Die Marktmacht alleine durch das Vorhandensein von Wissen bei Google ist dermaßen immens geworden, dass wir uns wirklich im Moment nur umschauen und fragen, wo geht das hin? Klar ist, das hat etwas mit dem Thema Internet zu tun. Was Sie hier sehen, ist das Wachstum des Internet, das heißt die Anzahl der Internet-Hosts im Domain-Name-Service, also der namentlich bekannten Rechner. Und zwar seit den Anfängen in den späten 60er Jahren bis jetzt, dass Sie da 2011 nicht drauf sind, hängt ganz einfach damit zusammen, dass da die Zahlen so dicht sind dann. Juli 2011, das ist die vorletzte Zählung gewesen, die letzte stammte jetzt aus dem Januar, die habe ich noch nicht mit aufgenommen, etwa 850 Millionen Rechner weltweit namentlich bekannt. Und eine Vielzahl von Rechnern, die sich hinter diesen Domainnamen verbirgt. Das heißt also, tatsächlich können Sie davon ausgehen, dass etwa 1 bis 1,5 Milliarden Rechner im Internet miteinander verbunden sind. Das sagt natürlich überhaupt noch nichts aus über die Zahl der Nutzer. Wenn wir die Zahl der Nutzer anschauen, dann gibt es eine sehr konservative Schätzung aus dem letzten Jahr von Bitkom. Bitkom behauptet, dass im Jahr 2010 die Zahl der Internetnutzer weltweit 1,5 Milliarden betragen habe. Ich glaube diese Zahl nicht ganz. Erstmal hat man sich bei Bitkom darauf beschränkt, zu zählen diejenigen, die tatsächlich im Festnetz im Internet unterwegs sind.
Und wie wir gleich sehen werden, ist das längst nicht mehr das, was wirklich maßgeblich ist an der Stelle. Und zum Zweiten glaube ich, dass die Methode, mit der das Ganze erhoben wurde, einfach systematisch die Zahl der Menschen unterschätzt, die sich mit dem Thema Internet befassen. Tatsächlich können Sie davon ausgehen, dass wir inzwischen etwa 2,5 Milliarden Menschen, das heißt also eine ganze Menge mehr, als dort stehen, in diesem Netz vertreten haben. Das Ganze ist deshalb von Bedeutung, weil man tatsächlich, um diese gesellschaftliche Bedeutung des Internets zu verstehen, mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückschauen muss. Und das soll ja eine kurze Keynote sein, insofern will ich Sie nur auf das Thema mal draufstoßen. Befassen Sie sich mal mit dem, was wir vor 40 Jahren im damaligen Weltmodell des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, gelesen haben, wo prognostiziert wurde, ein, man kann ruhig sagen, weltweiter Zusammenbruch, der ungefähr jetzt um diese Zeit wirklich merkbar sein sollte. Und jetzt glauben wir mal bitte nicht den Untergangsapologeten, die glauben, dass im Jahre 2012 sowieso alles zu Ende sein wird. Aber Tatsache ist, wir wissen inzwischen, dass dieses Weltmodell nicht stimmte. Und einer der wesentlichen Faktoren, der darin übersehen wurde, war in der Tat die Entwicklung der Informationstechnologie, die bis Mitte der 90er Jahre nicht absehbar war in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Welt. Eine für mich im Nachhinein immer noch verblüffende Übereinstimmung, weil ich das damals eigentlich so mehr ad hoc postuliert habe, zeigt sich, wenn wir korrelieren, die Nahrungsmittelproduktion pro Kopf in verschiedenen Weltregionen mit der verfügbaren Internetbandbreite. Denn das hat in der Tat massive Konsequenzen. Darüber müssen wir uns Gedanken machen in Zukunft. Was steuert Entwicklung? Ist Kommunikation, ist Internet eine Folge von Entwicklung? Oder ist es unter Umständen sogar umgekehrt? Und Sie finden inzwischen an vielen Stellen der Welt Hinweise darauf, dass es in der Tat umgekehrt ist. Dass Internet etwas ist, was Entwicklung massiv vorantreibt. Wenn wir schon in die Vergangenheit schauen, ist immer eine gute Frage, hätten wir das wissen können? Hätten wir das vorhersehen können? Und naja, im Jahre 1968, also als das Thema Internet gerade begann, da füllten Computer ja noch ganze Hallen. Ja, da liefen da Wissenschaftler in weiten Kitteln rum und drückten Knöpfe und sahen wichtig aus. Im gleichen Jahr publizierte jemand, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht kennen, ein Jason Carl Robnell Licklider, einen Artikel, The Computer as a Communication Device, und hat prognostiziert genau das, was wir jetzt sehen, nämlich das Entstehen großer Internet-Communities. Interessanterweise war dieser Herr Licklider eine Zeit lang vorher der wissenschaftliche Direktor des Information Processing Technology Office, der ARPA. Und wenn Sie so mit den Anfängen des Internets sich mal befasst haben, die ARPA war eine Forschungsabteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums und dort entstand im Prinzip die Keimzelle dieser Computervernetzung, die wir sehen. Das heißt, plötzlich stoßen wir darauf, dass offenbar ganz am Anfang dieser Entwicklung schon Visionäre standen, die in der Tat diese Entwicklung vorhergesehen haben. Und die tritt jetzt tatsächlich ein. Im Jahr 2010 haben 53% der Jugendlichen einen eigenen Computer im Alter von 12 bis 13 Jahren. Und die Ausstattung mit Handys ist nahezu flächendeckend. Und wenn Sie da die kleinen Kinder am Computer sehen, ja, dann zeigt das gleich, in welche Richtung das geht. Wir werden eine Jugend erleben in den nächsten Jahren, die wirklich als Digital Natives aufgewachsen ist. Und was das bedeutet, das sehen Sie hier. Kinder begreifen den Computer nicht als ein technisches Gerät, als ein Bildschirm, auf dem irgendetwas abläuft, sondern als ein Fenster in eine weitere Welt, in der sie ihre eigene Reichweite erhöhen können. Wir haben es mit verschiedenen Trends zu tun. Auf diese Trends will ich kurz eingehen. Ein ganz wichtiger Trend ist natürlich der Trend zur mobilen Kommunikation. Die Frage, wer jetzt hier schon herumtippt auf dem iPad oder auf einem Smartphone, die stelle ich gar nicht. Haben Sie keins, gehören Sie schon nicht mehr dazu. Die technologische Avantgarde brüstet sich im Moment damit. Der eine sagt, Edge meins ist kleiner, der andere sagt, Edge meins ist größer. Das ist also nach wie vor eine Glaubensfrage. Aber Tatsache ist, das sieht nicht mehr so aus wie noch vor 10 Jahren. Wenn Sie vor 10 Jahren mobil im Internet unterwegs sein wollten, dann liefen Sie im Prinzip so herum.
Die gleiche Leistung, die gleiche Kommunikationsfähigkeit, die steckt heute darin. Smartphones sind ein ungeheurer Wachstumsmarkt. Im Jahre 2010 55% Zunahme weltweit. Im Jahr 2011 wahrscheinlich ebenso, die Zahlen liegen noch nicht vor. Und wenn wir großen Umfrageorganisationen glauben wollen, wie der IDC, dann wird das noch ein paar Jahre anhalten. Faktisch heißt das, derzeit wird pro neugeborenes Kind in der Welt, ja, nicht eines, sondern es werden 30 neue Smartphones registriert. Kann man natürlich sagen, dass das darauf hindeutet, dass die Geburtenrate zu niedrig ist. Gut, ja, aber das gilt eben nicht nur für Deutschland, sondern das gilt im Mittel. Über die gesamte Welt gemittelt. Und da es Regionen gibt, in denen diese Mobilkommunikation noch nicht so verbreitet ist, können Sie davon ausgehen, dass diese Zahl in den Industrienationen noch deutlich höher ist. Damit ist eigentlich klar, was innerhalb kurzer Zeit der Computer sein wird. Der Computer der Zukunft ist nicht mehr das technische Gerät mit der Tastatur, die dran geschweißt ist oder davor steht, sondern die Computer der Zukunft, die werden in der einen oder anderen Größe eben klein und transportabel sein und jeder von uns, vielleicht nicht von uns, aber von denen, die danach kommen, wird es gewohnt sein, eigentlich ständig in Kontakt mit diesem Netz zu stehen. Und das wird das gesellschaftliche Leben und die Rezeption von vielen Dingen massiv verändern. Ich habe gerade eben gesagt, es gibt Länder, in denen das noch nicht so weit verbreitet ist. Schauen wir uns doch mal an, was vor 10 Jahren war. Vor 10 Jahren verfügten die 10% der Menschheit, die südlich der Sahara in Afrika leben, nur über 0,2% der Telefonleitung. Republik Südafrika mal außen vor gelassen, das war damals auch bei denen schon eine Umbruchssituation. Und vor etwa 10 Jahren haben die Taliban in Afghanistan die Internetnutzung verboten. Und es hat damals keiner geschrien. 2008, noch nicht mal heute, 2008, liegen Daten vor, die Mobilfunkbetreiber für Ostafrika, Kenia, Tansania, Uganda und Ruanda, geben an, dass sie einen Gewinn von $2,6 Milliarden aus der Mobilfunksituation in diesen Ländern haben. Und in der gleichen Zeit fließen aus Deutschland 71 Millionen € Entwicklungshilfe nach Kenia. Das zeigt genau das, was ich vorhin bereits angesprochen habe. Entwicklungshilfe, die wir heutzutage mit solchen Summen zahlen, die können wir getrost vergessen. Wenn es nur um das Geld ginge, das Geld ist offenbar da. Das Geld ist offenbar auch in diesen Ländern da. Das fließt nur nicht dahin, wo damit Brunnen gebohrt, Schulen gebaut oder die traditionellen Werke der Entwicklungshilfe geschaffen werden können. Sondern das fließt in die Mobilkommunikation und fließt damit aus dem Land heraus. 71,8 Millionen, das könnte im Prinzip die Gemeinschaft dieser Mobilfunkbetreiber aus der Portokasse zahlen. Ich habe gesagt, wir sind nicht mehr 2008, wir sind 2011, 2012. Gut, die Daten dauern immer eine Weile. Ich habe vorhin gesagt, bis wir das alles ermittelt haben, ist man eigentlich immer schon ein bisschen weiter. Die Daten, die im Moment vorliegen, sagen uns, dass wir im Jahr 2010 30% der Bewohner in Ostafrika bereits erreichen über Mobilfunk. Jeder Dritte hat ein Handy. Und das sieht dann tatsächlich so aus, dass dort die Menschen in ihrer traditionellen Kleidung sitzen und das Handy vor der Nase haben und damit SMS schicken, telefonieren und natürlich in Zukunft dann im Internet mobil unterwegs sein werden. Glauben Sie nicht? Es haben gerade im vorvergangenen Jahr entsprechende Investoren einen neuen Glasfaser-Backbone, an den auch Afghanistan angeschlossen wird, initiiert. Und auch in Afrika tut sich einiges. Und nochmal, das ist keine Folge von Entwicklung. Durch Entwicklungshilfe haben wir das nicht weiter vorantreiben können, sondern im Gegenteil, es ist hier diese digitale Kommunikation zum Motor der Entwicklung weltweit geworden. Das treibt uns im Moment voran und das bedeutet, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Ach ja, und ehe ich es vergesse, in Afghanistan haben wir im vorletzten Jahr schon 1 Million Internetnutzer gehabt. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, was passiert, wenn die westlichen Truppen aus Afghanistan abgezogen werden. Ja, das wird sicherlich ein
unschöner Akt sein, weil sich die Menschen dann sicherlich wieder die Köpfe gegenseitig einschlagen werden. Aber eins ist klar, alleine durch den Zugang zu verfügbaren Informationsressourcen, der sich durch diese Millionen Internetnutzer in Afghanistan ergeben hat, wird eine Rückkehr in Taliban-Zeiten in der Form nicht mehr möglich sein. Information, der Zugang zu informationellen Ressourcen, der verändert die Welt. Jetzt habe ich gesagt, ich wollte eigentlich was sagen über Social Networks. Ja, dann kommen wir doch endlich mal dazu. Über welches denn? Über Facebook? SchülerVZ. Wer kennt wen? Twitter, YouTube, Google, Cosmic. Wo sind Sie unterwegs? Wir können nicht ein einzelnes rausgreifen. Na doch, müssen wir vielleicht. Gucken wir mal Facebook an. Facebook, gegründet 2004, ja, hat im September 2011 über 800 Millionen Mitglieder. Und denken Sie mal bitte nicht in Mitgliedern, denken Sie mal als Kunden. Ja. Facebook versteht sich als ein kommerzielles Unternehmen, auch wenn sie gerne anders tun. Als Unternehmen mit 800 Millionen Kunden haben sie doch eine sehr gesunde Basis, möchte ich meinen. Allein in Deutschland 20 Millionen Mitglieder. Was natürlich die Frage stellt, ist das nun etwas Privates? Die Leute, die Facebook nutzen, glauben ja gerne, das ist etwas Privates. Das stimmt nicht. Ich bin damit Firmenkunde. Und dazu kommt es dann, wie Sie hier sehen, dass solche Partys, die scheinbar privat angekündigt werden, plötzlich aus dem Ruder laufen. 900 Gäste, 1500 Gäste hätte ich auch nicht gerne in meiner Straße stehen, aber offenbar ist unsere Rezeption dessen, was Facebook eigentlich bedeutet, vollkommen neben dem, was tatsächlich dahinter steht. Facebook hat einen kommerziellen Wert. Schauen wir uns den mal an. 2007. Also schon vor 5 Jahren hat Microsoft eine Viertelmilliarde Dollar in Facebook gesteckt. Und Microsoft macht das nicht, weil sie glauben, damit die Gemeinschaft der netten Menschen zu fördern, sondern Microsoft hat ganz knallharte Gewinnerwartungen an eine solche Beteiligung. Und das geht weiter. 450 Millionen Dollar, eine halbe Milliarde im Januar 2011. Der geschätzte Marktwert von Facebook liegt bei 50 Milliarden. Das ist so viel wie eine gigantisch große Firma. Schauen Sie sich mal den Marktwert von Siemens an und vergleichen Sie den mit dem Marktwert von Facebook. Politik. Ein bisschen kam die Bedeutung dieser sozialen Netzwerke für die Politik auch in das Licht der Öffentlichkeit im Rahmen dieser arabischen Rebellion. Diese arabische Rebellion war ja nicht die erste ihrer Art. Die erste ihrer Art spielte sich ja vor fast 100 Jahren ab, Lawrence of Arabia, damals der große Held. Und auch damals ging durch alle Medien, dass hier die Araber und die demokratischen Kräfte sich vereinen und nun die bösen Usurpatoren und Okkupatoren, in dem Fall das türkische Reich, herauswerfen. Auch damals ist nicht viel draus geworden. Wir werden sehen, wie sich das derzeit entwickelt. Der Unterschied ist aber, dass 100 Jahre später die Kommunikation darüber, was abläuft, tatsächlich sich in Sekunden vollzieht. Und dieses Vollziehen in Sekunden hat natürlich eine ganz wesentliche Konsequenz. Das hat die Konsequenz, dass bei dieser schnellen Kommunikation auch noch die Partizipation möglich ist. Wenn ich Monate später erfahre, dass gerade eine Demo stattgefunden hat, wo irgendwelche Okkupatoren dann durch den Kakao gezogen worden sind, dann kann ich da nichts mehr machen. Dann kann ich mich nur im Nachhinein freuen, kann mir sagen, gut, das war eine tolle Angelegenheit. Wenn das aber in Sekunden passiert, dann kann ich im Zweifelsfall mich auch noch in mein Auto setzen und hinfahren und sagen, ich bin dabei. Das heißt also, hier ist tatsächlich auch ganz klar erkennbar ein qualitativer Unterschied, der durch die Schnelligkeit der Kommunikation entsteht. Gucken wir mal nicht nach Arabien. Ich bitte, mir nachzusehen, dass ich die Themen wirklich nicht vertiefen kann in einer solchen Keynote, aber ich versuche sie immer mal so ein bisschen in diese Richtung zu stoßen für die Diskussion nachher. Facebook verändert nicht nur irgendetwas in Arabien, sondern erstaunlicherweise sogar hier in Deutschland. Und zwar durch diese arabische Rebellion. Plötzlich verändert sich Sprache. Sprache kann sich neuerdings innerhalb von Wochen ändern.
Wir haben ein Online-Portal der Duden-Redaktion, eigentlich ja sozusagen der Hort der deutschen konservativen Sprachsicht. Und da können Sie neue Worte eintragen. Und wenn Sie ein paar Facebook-Nutzer finden, die das unterstützen, steht das im nächsten Duden mit drin. Arabellion steht bereits im Duden. YouTube. 2005 gegründet. Ein Jahr später für 1,3 Milliarden Dollar von Google gekauft. Und verdammt nochmal, warum hatte ich die Idee nicht? Im November 2011 wurde bei YouTube Material eingestellt, in jeder Minute Material eingestellt, für dessen Ansehen Sie 48 Stunden lang brauchen. Dass dieses nicht nur eine gigantische Zahl ist, sondern dass diese Zahl auch ständig anwächst, das sehen Sie daran, dass es im Januar 2011 noch 35 Stunden dauerte, sich das Zeug anzugucken. Das heißt, das wächst so schnell, dass Sie überhaupt nicht mehr mithalten können. Und das hat uns ein gewaltiges Problem beschert. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Ein kurzer Videoclip. Vorbereitung eines Bungee-Sprungs. Von dort oben. Der junge Mann springt. Und da ist das Krokodil und beißt ihm den Kopf ab. Die junge Frau springt. Und das Seil reißt. Und unten sind Krokodile. Die gute Frage stellt sich, ist das Wahrheit oder ist das keine Wahrheit? Der erste Spot ist ein Werbevideo für eine australische Biersorte. Der zweite Spot ist Realität. Das ist tatsächlich passiert. Haben Sie als, sagen wir mal, Internetnutzer, als vielleicht auch jemand, der sich über Politik im Internet informieren will, die Möglichkeit herauszufinden, welches die Wahrheit ist und welches nicht? Bei YouTube finden Sie inzwischen Anleitungen für alles. Sie wollen die Waschmaschine reparieren? Schauen Sie bei YouTube. Sie wollen das Auto reparieren? Schauen Sie bei YouTube. Sie wollen irgendetwas publizieren, dann stellen Sie es bei YouTube an. Schauen wir mal an, die Begrüßungsrede von unserem Landesbischof zu einer Konferenz 2010, 2000 Abrufe. Wolfgang Schäuble mit seinem Pressesprecher, 101.000 Abrufe. Das heißt also, was Sie dort einstellen, das wird nicht unbedingt gelesen, nur weil Sie es eingestellt haben und weil ein guter Name dahinter steht, sondern da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Was fesselt die Leute, was interessiert die Leute, was bewegt die Leute? Und plötzlich sind wir bei einer medialen Verzerrung auch der politischen Wirklichkeit, die sich noch immens auswirken wird. Teile unseres politischen Diskurses finden längst bei YouTube statt. Es birgt natürlich Gefahren. Lassen mich kurz auf diese Gefahren noch zu sprechen kommen. Wir haben im Internet viele Gefahren. Aber eines soll ganz klar gesagt werden, nochmal an der Stelle. Pornografie für Jugendliche stellt keine Gefahr dar. Es sagt Ihnen heute jeder ernstzunehmende psychiatrische Forscher, dass Jugendliche sich sehr gut gegen Pornografie wehren können. Dass Jugendliche durchaus auch in dem Moment, wo sie sich für solche Themen interessieren, die entsprechenden Identitäten bereits entwickelt haben. Das Internet stellt in ganz anderen Dingen eine Gefahr dar, insbesondere für Jugendliche. Es bietet nämlich nicht nur eine Vielzahl von Anleitungen zum Bau von Bomben und Waffen, sondern es schafft, und da spielt das, was ich vorhin gezeigt habe, nämlich die Frage, was ist Wahrheit, eine ganz wesentliche Rolle. Eine Vielzahl von Anreizen für junge Menschen, sich zu radikalisieren. Die besten Beispiele, die Sie dort derzeit haben, der Mörder dieser beiden US-Soldaten in Frankfurt. Er hat ein Video gesehen am Tag der Tat, wahrscheinlich, ganz sicher ist das noch nicht, weil der Prozess da noch keine Klarheit geschaffen hat.
dass die Vergewaltigung einer muslimischen Frau durch amerikanische Soldaten zeigt. Gefälscht. Ja? Aber für ihn Anlass hinzugehen und zu sagen, ich werde mich rächen, ich werde uns Muslime rächen. Radikalisierung im Internet passiert ganz, ganz extrem schnell und es stellt in meinen Augen eine wesentlich größere Gefahr dar, als solche eher herkömmlichen Dinge wie Pornografie. Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, ich werde ganz kurz eingehen auf die Gefahren. Schauen wir uns noch eine Gefahr an. Google. Der Marktwert von Google, 180 Milliarden Dollar. Also noch ein Faktor 3 mehr als Facebook alleine. Der Marktwert von Apple lag, als ich das geschrieben habe, bei 295 Milliarden Dollar. Inzwischen ist er noch ein paar Milliarden gestiegen. Apple hat damit seinen Marktwert um alleine 50% gesteigert. Diese 50% machen 100 Milliarden Dollar aus innerhalb eines Jahres. Natürlich, klar, die Geräte, die Apple verkauft, die sind im Moment Trendsetter in vielen Bereichen. Das neue iPad, das iPhone in der übernächsten und noch übernächsten Generation, jeder stürzt sich drauf. Aber dass das tatsächlich dazu führt, dass plötzlich hier Geld in der Kasse ist, und zwar nicht nur virtuelles Geld, sondern reelles Geld, das sehen Sie daran, dass vor wenigen Wochen YouTube verkündet hat, von dem Wert, den Sie haben, da werden Sie schnell mal 100 Millionen Dollar investieren, in professionell gemachte Filme. Wann war denn bitte sehr das ZDF oder die ARD das letzte Mal in der Lage, schnell 100 Millionen Dollar hinzulegen, um gute Filme zu machen? Denken Sie dran, wie hart dort verhandelt wird, jeweils über Übertragungsrechte von Olympischen Spielen oder Fußball. Das heißt, plötzlich erwächst aus der virtuellen Macht, die YouTube hat, eine ganz reale Macht, in dem Medien gemacht werden können. Und es kann mir keiner sagen, dass dahinter dann jemand steht, der, so wie unsere eher langsamen und langsam denkenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Informationen der Bürger in den Vordergrund stellt. Meine Damen und Herren, das Ganze wirkt sich natürlich auch auf Aktienkurse aus, vielleicht noch eine ganz kleine Bemerkung zwischengeschoben. Ein Begriff, den ich dafür geprägt habe, schon Ende der 90er Jahre, ist die Hyperinformationseffizienz. Informationseffizienz heißt, dass Sie typischerweise im Wert einer Aktie alles schon sehen, was diesen Wert beeinflussen könnte. Die Märkte sind effizient. Das bedeutet in der Regel, wenn Ihnen jemand sagt, kaufen Sie diese Aktie, das ist in den meisten Fällen Unsinn, denn der Kurs ist schon so hoch gestiegen aufgrund dieser Kurserwartungen, dass Sie nicht durch schnelles Kaufen in der Regel einen Gewinn machen können. Das hat sich geändert. Das, was Sie heute haben, ist eine Art Überhitzung dieser Information. Das können Sie mit einem Satz plakativ zusammenfassen. Eine Information, die kursrelevant ist für irgendwelche Aktienmärkte, ist heute schneller beim letzten Trottel, als sie vom ersten Experten bewertet werden kann. Das Ganze ist also in der Tat zu einem kollektiven Phänomen geworden, das vielfach mit echten Werten nichts mehr zu tun hat. Und das gute Beispiel haben Sie oben gesehen. Letzter Punkt. Was ist noch für eine Konsequenz zu sehen? Klar ist, dass heutzutage das Wissen zwar immer noch in den Köpfen steckt, aber diese Köpfe nicht notwendigerweise in den Universitäten und Hochschulen stecken, sondern Wissen ist sehr viel weiter verteilt inzwischen. Es gibt Wissensplattformen, hier sind zweimal aufgeführt, COSMIC mit über 900.000 Mitgliedern allein in Deutschland und wer weiß was, etwa die Hälfte, die auf Millionen von Fragen Millionen von Antworten bekommen haben. Dort finden Sie Hilfe von echten Menschen innerhalb von wenigen Minuten. Und das kann eine politische Frage sein, die dort diskutiert wird. Das können aber auch Fragen sein, etwa aus dem Bereich der Wissenschaft. Und die Leute, die dort unterwegs sind, diese Fragen beantworten, die wissen Bescheid. Vielleicht nicht der Einzelne über jede Frage, aber im Mittel finden Sie dort gute Experten, die das aktuelle Weltwissen repräsentieren
und weitergeben können. Wissen ist plötzlich erlangbar, indem sie sich vernetzen. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Nicht mit Computern, die irgendwo in der Welt rumstehen, sondern mit Menschen, die an den Computern sitzen. Wir haben das auf einen Begriff gebracht, der von uns heißt in dem Fall den Machern der LearnTech und den Leuten, die in dem Bereich forschen, etwas anders interpretiert wird, als das gemeinhin der Fall ist. Wenn Sie heutzutage hören etwas von Cloud Computing, dann stellt man sich in der Regel vor, das sind Computer und irgendwo speichere ich Daten auf den Computern. Für uns ist die Cloud etwas ganz anderes. Für uns ist die Cloud nämlich nicht technisch zu sehen, sondern zu sehen als die Möglichkeit, Wissen ganz beliebig zu verteilen. In Computern, in Datenbanken, auf Medien, aber auch in den Köpfen von Menschen. Die Zahl der Nutzer im Internet ist so groß inzwischen, dass ich eigentlich genauso schnell aus einem dieser sozialen Netzwerke, aus einer dieser Wissensplattformen, eine Antwort auf eine fachliche Frage bekomme, genauso schnell, wie ich sie recherchieren kann, etwa in einer Bibliothek oder in einer Fachdatenbank. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß und wird immer größer, dass die Antwort auch die richtige ist. Wissen ist also heute in der Cloud zu finden. Dazu zählen einzelne Webseiten, traditionell eher. Dazu zählen unsere sozialen Netzwerke oder Videoportale. Ich habe es Ihnen gezeigt. Für mich als Lehrer stellt sich damit eine ganz entscheidende Frage. Wenn ich Übungsaufgaben stelle meinen Studierenden, was teste ich denn damit? Die Fähigkeit der Studierenden? Nein. Auch die Lehrer merken das im Moment. Sie testen nicht mehr die Fähigkeit von Schülern durch Hausaufgaben, sondern sie testen den Vernetzungsgrad und die Integration in diese weltweite Wissenscommunity. Eine ganz interessante Sache, die ich bemerkt habe, eigentlich erst im letzten Herbst. Ich habe einen Vortrag gehalten auf der Jahrestagung der Schulleiter der deutschen Auslandsschulen zum Thema Computer und Schule. Was ich gemerkt habe, ist, dass im Moment auch im Bereich Schule ein heftiges Umdenken stattfindet. Ich weiß nicht, ob Lehrer hier dabei sind. Wir haben vor 20 Jahren begonnen, Computer in die Schule einzuführen. Und die Lehrer waren immer ein bisschen hinterher mit den technischen Fähigkeiten und haben gedacht, ja, das wird jetzt so langsam kommen und irgendwann wird man uns schon sagen, wie wir die Dinge zu benutzen haben. Und die Hoffnung war, dass sich dadurch diese Kluft zwischen Schülern und Lehrern vielleicht wieder ein bisschen verringert. Das, was in der Schule tatsächlich bemerkbar ist, ist im Moment durch den Übergang vieler Jugendlicher auf die mobile Internetkommunikation, dass diese Kluft größer wird. Und ich sehe Lehrer teilweise, die wirklich panisch reagieren und feststellen, dass der Abstand, den sie geglaubt haben zu verringern durch eigenes Lernen, plötzlich wieder größer wird. Das führt erstaunlicherweise dazu, dass im Moment Lehrer sehr viel bereiter sind, als auch noch vor 5 Jahren, sich auf solche Themen einzulassen, Dinge auszuprobieren im Unterricht. Im Moment ist der hemmende Faktor bei dem Thema Medieneinsatz, Computereinsatz im Unterricht eher die Kultusverwaltung und die Schulleiter, weil die eben nicht diese direkte Front der Jugendlichen sehen. Lehrer werden sozusagen zunehmend mitgezogen. Ja, noch ein kleiner Hinweis auf die Wikipedia. Sollte auch nicht fehlen, wenn wir uns über das Thema unterhalten. Sie finden alles in der Wikipedia. Der Brockhaus wird nicht mehr gedruckt. Klar, kein Absatzmarkt mehr vorhanden. Der Absatzmarkt ist weggebrochen. Wikipedia im August 2011, 18,7 Millionen Artikel weltweit und 2 Monate später waren schon über 20 Millionen Artikel. Sie können sich ausrechnen, wie viel das im Moment ist, Sie können es auch nachschlagen. Die Zahl ist irrelevant. Es ist einfach so groß geworden, dass das ein dominanter Faktor ist im Weltwissen. Die Genauigkeit lässt manchmal zu wünschen übrig, da sind wir uns im Klaren drüber. Ich habe beispielsweise diese Folie gezeigt auf der Jahrestagung eines Vereins deutscher Ingenieure, die sich auch stolz ausrechnete, ja, wir sind da ja überall präsent. Ja, was sie nicht wussten, weil keiner mehr für ein paar Wochen nachgesehen hatte, war, dass der Wikipedia-Artikel über diesen Verein zur Löschung markiert war, weil niemand die Quellen angegeben hatte. Letzter Punkt. Das hat für uns zur Folge im Bildungsbereich, es geht nichts mehr ohne Computer. Der Grundschullehrer geht zu seinen Schülern und sagt, geht nach Hause, schaut im Internet nach Bildern, druckt die aus und bringt die mit.
selbst wenn er selber überhaupt keine Computer im Grundschulunterricht einsetzt. Computer haben, und das Internet hat, alles durchdrungen, was wir im Bildungsbereich haben. Damit sind sie eigentlich ja, unsichtbar geworden. Aber nicht unsichtbar im Sinne von nicht mehr relevant, sondern von ubiquitär. Ohne Computer geht gar nichts. Sie sind demnach auch kein technisches Thema mehr, sondern Kommunikation ist das Thema. Eine gute Frage, die sich daran anschließt, letzte Frage sozusagen, ist, wenn wir sowas erwarten, wie eine Benutzung des Internet durch mündige Bürger, die auch wahr und unwahr unterscheiden können, die richtig und falsch unterscheiden können, die mit den Gefahren, die ich präsentiert habe, umgehen können. Wer lehrt dieses? Wer bringt dieses den Menschen, ob alt oder jung, bei? Da sehe ich ganz große Defizite. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe mit dieser, wie auch immer, Einführung Ihnen den einen oder anderen Aspekt noch gegeben. Danke sehr. Ein letzter